Deutschland 1936. Ein unbekanntes Flugobjekt stürzt im Schwarzwald ab. Angeblich hat es keine Tragflächen, ist robust und scheibenförmig. Das merkwürdige Objekt, so sagt man, wirft selbst bei Elitephysikern der SS Fragen auf. Angeblich bekommen sie daraufhin den Befehl, das mysteriöse Fluggerät nachzubauen. Der Mythos um eine Flugscheibe mit dem Namen Haunebu ist geboren. Streng geheim heute? Haben die Nazis wirklich ein UFO mithilfe von Alientechnologie gebaut? Das Haunebu-Projekt soll angeblich von der Thule-Gesellschaft, einem Geheimbund, betrieben worden sein. Viele glauben, Hitler sei ihm 1919 beigetreten. Der extrem antisemitische Bund wurde nach der mythischen Insel Thule benannt, die fern im Norden gelegen haben soll und vom Bund als Ursprung der arischen Rasse angesehen wird. Ehemalige Mitglieder sagen, sie setzten Telepathie ein, um mit den antiken Inselbewohnern Kontakt aufzunehmen und übernatürliche Energie zu erlangen. Der Hitler-Biograf Ian Kershaw schreibt, die Mitgliedsliste der Organisation lese sich wie ein Who is Who des damaligen NS-Regimes. Rudolf Hess, Heinrich Himmler, Hans Frank und weitere sollen Mitglied der Thule-Gesellschaft gewesen sein und daher von okkultem Glaube geprägt worden sein. Gerüchten zufolge soll die Thule-Gesellschaft eine geheime Basis in der Antarktik gehabt haben. Dort soll das Haunebu-Fluggerät entwickelt worden sein. Doch könnte da wirklich etwas dran sein? Es gibt Vermutungen, dass 1939 ein NS-Expeditionsteam die Antarktis erreichte, um dort eine Militärbasis aufzubauen. 2001 soll ein vorbeigeflogener Satellit mögliches Beweismaterial fotografiert haben, mit entsprechenden Symbolen und Gebilden. Als diese Bilder auftauchten, soll das US-Militär das Gebiet abgesperrt haben. Die Fotografien können nicht auf Google Maps gesehen werden. Die Historiker Colin Summerhays und Peter Beeching schreiben, dass durch Beginn des Zweiten Weltkrieges die vermeintliche Basis unter dem Eis nie fertiggestellt wurde. Der Journalist Ladislas Szabo, der für die argentinische Zeitung La Critica schreibt, behauptet jedoch, Hitler sei gegen Ende des Krieges zu dieser Basis geflohen, um aus der Ferne militärisches Leistungsvermögen für zukünftige Aktivitäten organisieren zu können. Waren dabei auch Außerirdische im Spiel? Aliens arbeiteten zusammen mit Nazis in einem Stützpunkt unter antarktischem Eis? Es gibt Leute, die glauben das. Demnach sollen sie dort Antigravitationsfluggeräte und Tarnkappenflugzeuge entwickelt haben. Religionswissenschaftler Goodrich Clark schreibt sogar, dass Forscher an der Basis auch Pläne für eine super fortschrittliche Zivilisation verfolgten. Und auch NS-Offizier Karl Dönitz soll 1943 gesagt haben: Deutschlands Unterseeflotte ist stolz darauf, für den Führer eine unangreifbare Festung am anderen Ende der Welt gebaut zu haben. Während des Krieges wird Hitler nicht selten ein übernatürliches Waffenarsenal zugeschrieben. Doch am krassesten ist wohl die vermeintliche Sichtung einer ganzen UFO-Flotte, bei der Theoretiker Nachbauten des 1936 im Schwarzwald abgestürzten Flugobjekts vermuten. Haunebus sollen demnach die weltweit ersten fliegenden Untertassen gewesen sein. Der umstrittene deutsche Verschwörungstheoretiker Jan van Helsing schreibt, dass man Informationen der Thule-Gesellschaft genutzt hätte, um ein Fluggerät zu entwickeln, das bis zu 12.000 km/h schnell fliegen könne. Während des Zweiten Weltkrieges berichteten Air Force-Piloten tatsächlich von zahlreichen UFOs, die sie bei Einsätzen sahen. Darunter drehende Bälle aus Feuer, die den Kampfflugzeugen folgten, aber niemals angriffen. Der britische Royal Air Force-Veteran Andrew Amrose berichtete, dass, wenn man sie verfolgte, die Fluggeräte radikal ihre Geschwindigkeit änderten oder verschwinden würden. So sei es unmöglich gewesen, ihnen zu folgen. Die alliierten Piloten nannten sie Foo Fighters. Waren Nazis also in Kontakt mit außerirdischen Lebensformen? Haben sie einen geheimen Stützpunkt in der Antarktis gebaut, um dort ihre Technologien nachzubauen? Gerüchte um jene Basis unter dem Eis kommen nicht selten von Verschwörungstheoretikern mit neonazistischen Tendenzen, so wie der Autor H. Stevens. Sie suchen nach Theorien, um ihre rechtsextremen Motive zu bekräftigen. Es gibt keine handfesten Beweise für einen derartigen Stützpunkt. Auch den Haunebu hat es auf diese Weise vermutlich nicht gegeben. Selbst dass die bekannten Namen des NS-Regimes Mitglied der Thule-Gesellschaft waren, ist sehr umstritten. Allen voran Adolf Hitler. Historische Rätsel wie die zahlreichen Foo-Fighter-Sichtungen, verschwundene Satellitenbilder eines vermeintlichen Antarktis-Stützpunktes, das sind alles keine handfesten Beweise. Und so bleibt es eher unwahrscheinlich, dass eine Nazi-Armee in einem Alien-Raumschiffgeschwader den nächsten Weltkrieg starten wird.
Da haben wir mal wieder eine wirklich abgefahrene Theorie aus dem Zweiten Weltkrieg. Leider ist es ja wirklich so, dass in den meisten Kriegen technische Fortschritte gemacht werden, weil man auf Teufel komm raus eine effektive Waffe entwickeln will. So gibt es auch die Theorie, dass bereits unter Hitler eine Atombombe gebaut wurde. Ja, und was ein gewisser Werner Heisenberg möglicherweise damit zu tun hat, erfahrt ihr in der Mitte. Da geht's zum Video, haben die Nazis eine Atombombe gebaut? Schaut es euch an und schreibt eure Meinung zum Thema wie immer unter das Video in unsere streng geheimen Akten.